Hallo und herzlich willkommen bei Adwiz. Mein Name ist Maria und ich bin zuständig für unsere Online-Stickerei. Hier sehen Sie einige der bereits bestickten Textilien. Sie werden staunen, wie schnell und einfach Sie zu Ihrem fertig bestickten Textil gelangen. Dazu gehen Sie einfach auf unsere Homepage www.adwiz.com. Dann einfach auf den gut sichtbaren Besticken lassen Button klicken und schon können Sie Ihr gewünschtes Textil auswählen. Es stehen Ihnen dazu weit mehr als 100 verschiedene Artikel zur Verfügung, die übersichtlich in 9 Kategorien eingeteilt sind. Zum Beispiel unsere lieblichen Babyartikel, Herren- und Damenunterwäsche, Kinder-, Frauen-, Herren-T-Shirts oder Poloshirts, diverse Baumwollaccessoires wie Baseballcaps, Stirn- und Schweißbänder, Handtücher, verschiedene Taschen, Schürzen und so weiter. Ich erstelle heute für mich ein Damen-Poloshirt in der Farbe Weiß und Größe M. Einfach den gewünschten Artikel wählen und schon kann es losgehen. Hier sehen wir unser gewähltes Textil und die wählbaren Stickbereiche. Bei diesem Poloshirt ist das zum Beispiel auf der Vorderseite, rechts, links und auf der Rückseite. Auf der Vorderseite, da will ich meinen Namen gestickt haben. Ich klicke dazu in dieses Feld und kann losschreiben. Maria. Mit einem Klick auf den Button Aktualisieren kann ich das Ergebnis sehen. Die Schriftart kann ich aus 20 verschiedenen Schriften auswählen. Mir gefällt die Adwiz Belvedere. Nebenan kann ich die Schriftgröße verändern. Der gelbe Button Stickerei aktualisieren und anzeigen sagt mir, dass Aktualisierungsbedarf ist. Ich klicke drauf und sehe wieder das aktuelle Ergebnis. Okay, aber die Farbe will ich noch ändern. Dafür stehen mir 15 verschiedene Farben zur Verfügung. Ich nehme dieses dunkle Blau. Hier könnte ich noch die Ausrichtung verändern, ob der Text links, mittig oder rechts in meinem Stickbereich ausgerichtet wird. Wieder aktualisieren. Passt! Um das noch ein wenig aufzupeppen, füge ich ein Stickbild ein. Dazu kann man aus über 500 Motiven auswählen, die übersichtlich in 14 Kategorien eingeteilt sind. Zum Beispiel Sport, Anlässe, Pflanzen, Tiere und so weiter. In meinem Fall nehme ich etwas von der Kategorie Pflanzen. Diese hier finde ich ganz nett. Das Ergebnis wird mir sofort angezeigt. Die Ausrichtung des Stickbildes lasse ich auf mittig. Wenn ich mit der Maus über den Stickbereich fahre, erhalte ich zusätzlich eine große Vorschaumöglichkeit. Auch unter dem Stickbild kann ich noch einen Text einfügen. Ich wähle wieder eine Schrift. Ich nehme meine Adwiz Belvedere, die Schriftgröße 2 und wieder die Farbe Dunkelblau. Die Ausrichtung lasse ich wieder auf mittig. Damit ich den Text sehen kann, muss ich wieder aktualisieren. In meinem Fall gefällt mir die Schrift unterhalb besser. Deshalb lösche ich den oberen Text wieder weg. Das funktioniert ganz einfach mit einem Klick auf diesen Button. Ich mache die Schrift noch größer. 3. Aktualisieren. Und das Stickmotiv auch auf Größe 6. Oh je, wenn etwas nicht mehr in den Stickbereich passt, bekomme ich eine Warnung und kann die Größe dementsprechend anders wählen. Ich ändere in Größe 4. So gefällt mir die Vorderseite von meinem Poloshirt. Auf der Rückseite will ich euch noch etwas ganz Besonderes vorführen. Und zwar können Sie bei uns ganz einfach Ihr eigenes Logo im Nu hochladen und besticken lassen. Das Logo muss natürlich in Ihrem Besitz sein, was Sie uns hier kurz bestätigen müssen. Und kann entweder als JPG, PNG oder GIF-Format hochgeladen werden. Da natürlich nicht jede Farbe nachgestellt werden kann, wird Ihr Logo dann auf unsere Farben angepasst und umgewandelt, was zu Abweichungen und Qualitätsverlust führen kann. Ich klicke auf den Button Logo hochladen, wähle mir mein gewünschtes Logo aus und schon wird das Logo verarbeitet. Je nach Umfang des Logos kann dies ein wenig dauern. Normale Bilder und Fotos sind zum Besticken natürlich nicht geeignet und können zum Abbruch des Ladevorgangs führen.
Unser Logo ist schon geladen und es wird mir auch schon angezeigt. Ich kann noch die Größe anpassen, könnte die Ausrichtung verändern, noch Text hinzufügen oder weitere Stickbereiche wie rechts oder links befüllen. Ich bin soweit zufrieden und schaue mir nochmal die Vorderseite an. Passt! Um den Auftrag abzuschließen, drücke ich den Button in den Warenkorb. Nun könnte ich weiter shoppen oder weitere Stickaufträge erstellen. Ich will aber endlich mein Poloshirt haben und gehe in den Warenkorb. Hier könnte ich noch die Stückzahl verändern. Ich klicke auf Weiter, melde mich mit meiner Kundennummer und meinem Passwort an. Und kontrolliere noch meine Liefer- oder Rechnungsadresse, kann noch mein gewünschtes Versanddatum wählen oder einen Text, der auf der Rechnung oder dem Paket stehen soll, eintragen. Weiter noch die Zahlungsart wählen und ein letzter Klick auf Kaufen. Und das Poloshirt gehört mir. Dann ab zur Stickmaschine. Ich beginne mit der Vorderseite und spanne mein Textil in den Stickrahmen ein. Für die zweite Stickposition muss ich umspannen. Noch ausspannen. Super, mein Polo ist fertig. Das muss ich sofort anprobieren. Sieht doch super aus. So schnell kommt man zu einem neuen Lieblingsteil im Kleiderschrank. Bis bald bei Adwis.